Früher war Marie-Enzersdorf ein richtiger Weinort. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden aus vielen Gründen. Aber diese Metapher von Weinberg ist in Österreich etwas, was wirklich, glaube ich, das Ganze auf den Punkt bringt, weil man kann in diesem Land damit auch etwas verbringen. Wenn man nur die Autobahn fährt zwischen Salzburg und Wien, gibt es genug Weinberge rundherum, die man sich anschauen kann. Es ist nicht etwas Fremdes. Und wer einen Weinberg besitzt, also nicht hobbymäßig, sondern damit man davon leben kann, weiß, man tut es zwar vielleicht auch als Überzeugung, weil es einem gut tut, aber der erste Grund, warum man in einem Weinberg arbeitet, ist ziemlich einfach. Ja, man will davon leben. Und das ist etwas, was man im Hinterkopf behalten muss, wenn man die heutigen Lesungen liest, hört, betrachtet. Der Weinberg ist nicht nur eine Metapher für das Reich Gottes, sondern auch etwas, was Gott uns gibt. Das ist die Gnade, die er jedem von uns schenkt. Und Gott will Früchte sehen. Also er macht es auch nicht uneigennützig. Die Früchte sind für uns, für andere, egal. Er will Früchte sehen. Und ich glaube, das kann auch vielleicht ein Leitfaden für die kommende Nationalratswahl sein. Ich werde nicht sagen, welche Partei man wählen kann, weil ich kenne mich nicht aus, ich muss es nicht. Ich darf in diesem Land meine Stimme dafür nicht abgeben. Deswegen kenne ich mich nicht so gut aus. Das ist die Aufgabe deren, die die österreichische Staatsbürgerschaft haben, also vermute die meisten in diesem Raum. Aber was lesen wir ganz am Ende der Lesung, die wir am Anfang gehört haben, was die Früchte sein sollen? Gott hoffte auf Rechtsspruch, doch was kommt als Frucht? Rechtsbruch. Er hoffte auf Gerechtigkeit, und bei Gott ist Gerechtigkeit eng mit der Barmherzigkeit miteinander verbunden. Das ist nichts zu trennen. Doch siehe da, der Rechtslose schreit und reißt das Recht an sich. Es geht wirklich nicht darum, was die Politiker so groß auf die Plakate schreiben, sondern darum, was sie bereit sind zu tun. Auch wenn es bedeuten sollte, bei der nächsten Nationalratswahl kommen sie nicht mehr rein. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Aber was sich auf mein und dein Leben direkt bezieht, steht im Evangelium ganz genau erklärt. Also Jesus spricht jetzt nicht zu seinen Jüngern, sondern zu Hohenpriestern, Ältesten des Volkes, weil der Weinberg ist im Alten Testament in der Zeit Jesu auch eine Metapher für das Volk Israel. Das ist der Weinberg des Herrn. Und wir sehen da diesen Gutsbesitzer, der für Gott steht. Und das ist auch die Überzeugung des Volkes Israel und was wir in der Bibel über dieses Volk lesen, dass Gott dieses Volk ganz in sein Herz geschlossen hat, also das ist das auserwählte Volk, die Juden. Nicht nur, weil er sie so gerne hat, also Gott liebt alle Menschen, sondern dieses Volk Israel hat auch eine Aufgabe in dieser Welt, eine ganz besondere. Die Ordnung Gottes wiederherzustellen, diese Ordnung auch zu leben. Und dieses Volk erfüllte nie diese Aufgabe. Also Einzelne können es machen, ein ganzes Volk schwierig. Und Gott ist nicht dumm, ihm war das bewusst. Deswegen schickte er immer Propheten. Und was geschah mit diesen Propheten? Bestenfalls wurden sie nicht gehört. Aber es widerfuhr ihnen auch Schlechteres. Und wenn man sich dieses Gleichnis so anschaut, könnte man sagen,
Entweder ist Gott dumm oder naiv. Weil, wenn er intelligent wäre, müsste er sich das ausrechnen. Also Gott macht das ganz verkehrt eigentlich. Er schickt zuerst irgendwelche Knechte und dann den hilflosen Sohn. Alleine, ohne Schutz. Wir würden es anders machen, also ich zumindest. Zuerst würde ich ein paar Kundschafter schicken. Die werden wahrscheinlich von den Knechten niedergemetzelt werden, also von den Winzern. Dann würde ich vielleicht einen stärkeren Trupp schicken, oder also Special Ops, wie man heutzutage sagt, also eine Spezialeinheit. Und wenn das nicht helfen würde, ne, dann würde ich mit einem größeren Herr einrücken. Gott macht es anders. Er hat auch Gründe dafür. Aber wir wissen das aus der Bibel, aus der Offenbarung, und das ist auch kein großes Geheimnis. Gott ist nicht dumm. Er ist die Weisheit, die Klugheit. Das ist er. Das wissen wir aus der Bibel. Das ist auch meine Lebenserfahrung. Also muss er naiv sein, wenn er das tut. Warum Gott das tut? Das ist ganz einfach zu ergründen, weil er seinen Weinberg liebt. Also die Liebe ist die Antriebskraft, die hier im Spiel ist. Nicht, weil er das Volk zurechtweisen will, auf den rechten Weg bringen will, das auch, aber er tut es nur aus Liebe. Und wer schon verliebt war, ich vermute die meisten, die in diesem Raum sitzen, weiß, wenn man wirklich verliebt ist und aus ganzem Herzen liebt, geht man die Dinge manchmal ein bisschen naiv an. Nicht, weil man dumm oder blind ist, also man sieht über vieles hinweg, sehr oft sehr bewusst. Und das nach außen hin scheint es manchmal, als ob man naiv handeln würde. Es ist aber keine Naivität, sondern Liebe. Gott handelt aus Liebe zu seinem Volk. Und die Ordnung, in der er seinem Volk, der Propheten und andere schickt, ist eine ganz bewusste. Am Ende schickt er seinen Sohn, und er steht für Jesus selbst. Einen Hilflosen, der auch weggeworfen wird von seinem Volk. Jetzt schauen wir ein bisschen auf die Winzer. Was ist mit denen los? Also die Winzer stehen im Alten Testament für die Juden selbst, die den Weinberg pflegen sollen, also das ganze auserwählte Volk oder das Land Israel. Und welche Beweggründe sind bei diesen Winzern? Also auf den ersten Blick sind es ziemlich schlaue Füchse, ne? Also die bekommen einen Weinberg, den sollen sie bebauen und dem Herrn irgendwelche Früchte abliefern. Und was ist die größte Antriebskraft des Menschen, wenn man ein bisschen pessimistisch ist? Oder andere würden sagen realistisch? Geiz. Wenn man auf, also vielleicht nicht jeder Einzelne, aber wir als Menschen, wenn man sich auch die Geschichte anschaut, wir wollen immer mehr. Und heutzutage ist es ganz krass für den Einzelnen, weil man kann so viel haben, was früher überhaupt nicht denkbar war. Und man will immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das schlägt sich also vom Einzelnen hindurch bis zu der ganzen Menschheit. Wir handeln so, als ob die Erde uns wirklich gehören würde. Und wir wollen immer mehr, immer tiefer graben, immer tiefer schürfen, immer mehr diese Welt ausbeuten. Es gibt viele, die sich dagegen einsetzen. Und Gott sei Dank gibt es die. Aber so über den Schnitt würde diese Aussage wahrscheinlich stimmen. Wir Menschen werden sehr oft vom Geiz angetrieben. Also Geiz ist vielleicht nicht so ganz das richtige Wort. Also Habgier wäre das Eigentliche. Wir wollen immer mehr.
Also das sind die Winzer. Und so intelligent sie auf den ersten Blick scheinen, die sind eigentlich die dumm sind. Weil du musst dir das vorstellen, du bekommst etwas anvertraut und es gibt einen Mächtigen, der dahinter steht. Also bis Abteilungsleiter in einer Firma. Und irgendwie denkst du dir, ich schaffe mir da ein bisschen Geld beiseite bei dem Ganzen. Also ich liefere die Arbeit nicht weiter oder die Erträge. Was versucht der Chef zu machen? Ja, irgendwie an sein Geld ranzukommen. Ne? Und der wird zuerst jemanden vom Aufsichtsrat vielleicht schicken. Wenn das nicht wirkt, zeigt er dich bei der Polizei an oder Finanzamt oder sonst wo an. Und welche glorreiche Idee haben diese Winzer ganz am Ende? Wir bringen diesen jetzt um, der als Letzter kommt. Also sagen wir, der Staatsanwalt. Ja? Das ist der Letzte, der dann kommt und sagt, du gehörst jetzt in die Untersuchungshaft. Und welche glorreiche Idee haben die? Wir bringen den um, dann haben wir alles. Das ist ja blöd, oder? Was wird dann passieren, wenn du den Staatsanwalt da beiseite schaffst? Auf welche Weise auch immer. Es kommt ein anderer. Du wirst sowieso im Knast landen oder musst dein ganzes Leben lang vor ihnen fliehen. Das ist die Konsequenz der Handlungsweise, die die Winzer zutage legen. Und was tun sie ganz am Ende? Sie machen das. Sie bringen diesen Sohn um. Und wir wissen das auch mit der Geschichte der Christenheit. Ohne das gäbe es uns auch nicht. Das Volk hat Jesus dem Tod ausgeliefert. Sie haben sich der Römer bemächtigt, ja, aber letzten Endes haben sie das eingefädelt. Ganz seine Leute haben ihn verraten, dem Tod ausgeliefert. Und was sagt Jesus hier? Etwas Entscheidendes. Gott handelt immer aus Liebe zu uns. In all dem, was er uns gibt. Bedingungslos. Uns erscheint das manchmal ziemlich naiv. Ich glaube, dass diesen Eindruck haben viele, wenn sie auf Papst Franziskus schauen, dass er naiv ist. Ja, er checkt das nicht, wie diese Welt tickt, was man machen müsste. Also ich denke mir, ein Mann in seinen Jahren hat schon ein bisschen Ahnung davon, wie die Welt funktioniert. Und bei ihm ist es ein bisschen, also er ist nicht Gott, ja, aber er versucht, die Nachfolge zu leben, und ich glaube, der ist ziemlich nahe dran, was Jesus hier von Gott erzählt, aus Liebe handeln und dass die Liebe der einzige Antrieb ist. Jetzt komme ich zum Schluss. Es passiert eine Katastrophe eigentlich in dem Ganzen, auch in der Geschichte des Volkes Israel. Sie haben den Messias umgebracht. Punkt. Was müsste dann normalerweise passieren? Untergang. Und was macht Gott daraus? Er macht das, was sie verworfen haben, den Messias, den Sohn Gottes, Jesus Christus, zu einem, auf dem er baut. Und es ist nicht nur so für alle Menschen, aber auch für das Volk Israel ist die Rettung in der Kirche. Und auch für uns ist die Rettung in der Kirche. Auf ihm baut er. Aber das ist nur möglich, weil er aus Liebe handelt. Und frage dich selbst, alles, was du tust, wo du dich politisch engagierst oder sozial oder auf anderen Ebenen, was treibt dich eigentlich an? Willst du immer mehr Geld, Einfluss, Ansehen oder sonst was haben? Oder versuchst du es gottähnlich zu machen und versuchst, aus Liebe zu handeln? Und das mag für andere dumm ausschauen oder naiv,
Aber wir sind nicht dazu da als Christen, um gut dazustehen, sondern um den Willen Gottes zu tun. Das ist unsere Berufung. Das ist deine Berufung und meine auch. Und wo uns das gelingt, kann Gott auf diesem verworfenen Stein auch bauen. Das ist das Fundament, da brauchen wir keine Angst zu haben. Jesus Christus ist das Fundament der Kirche und unser. Aber wir sollen auf diesem Stein bauen, wie wir es in der ersten Lesung gehört haben. Gott gibt dir einiges in deine Hände und er will Früchte sehen. Früchte, die aus Liebe herauswachsen.